Willkommen bei einer weiteren Folge für mein Let's Play Ultimate Team und in der letzten Folge gab es ein Unentschieden. Ja, 2:2 war ein bisschen zerfahrenes Spiel, weil ich doch ein bisschen sehr viel Off-Topic gelabert habe. Und jetzt im Anschluss, zumindest direkt für mich, gibt es das nächste Spiel. Und ich war eben schon überlegen, so, boah, wie lege ich jetzt fest, mit welchem Team ich spiele? Und ich weiß es ehrlich gesagt immer noch nicht. Wir haben auf jeden Fall hier welche, die keine Verträge haben. Martinez, ja, den kann ich jetzt gerade mal zumindest hier auf die Bank packen, weil den hatte ich ja auszusehen noch das letzte Mal drin. Er hat zwar einen Treffer erzielt, aber ich hatte meine Gründe, warum ich ihn ausgetauscht habe. Und die haben sich jetzt durch das eine Tor nicht geändert. Ja, Pepper, boah. Die haben sich jetzt durch das eine Tor nicht geändert. Das wollte ich zum Ausdruck bringen. Und ja, mit welchem Team spiele ich? Ich glaube, K-League ist interessant, aber ich nehme doch lieber das, ja, sag ich mal in Anführungsstrichen, neue Team. Und jetzt müssen wir mal schauen, dass ich hier auch Bände auf der Bank habe. Wahrscheinlich nämlich noch nicht. Doch, habe ich. Okay. Und ja, ich weiß, dass Pogba keine 10 Chemie hat. Sobald er seine 10 Spiele gemacht hat, was jetzt zum Beispiel nach dem Spiel der Fall ist, bekommt er 9 Chemie. Und wenn ich dann nochmal auch 3 Minuten Zeit investieren würde, um einen italienischen Trainer bzw. einen Trainer aus der Serie A zu nehmen, dann wäre er auch bei 10 Chemie. Dann brauche ich nicht die Position zu verändern, worauf ich keine Lust habe. Aber gut, das ist ein anderer Punkt. Ah, hier, Martinez und Boateng. Ja, den Martinez tauschen wir mal hier mit Adler. Haben wir auch mal zumindest einen Torhüter auf der Bank. Ist zwar eigentlich unnötig, aber mache ich trotzdem. Und, ach, nicht austauschen. Sondern Verbrauchsobjekt anwenden. Und jetzt können wir dann loslegen. Bin gespannt. Das Team, das finde ich eigentlich ganz gut. Ich finde vor allem Benteke, der macht regelmäßig seine Kopfballtreffer. Und ihr wisst ja, ich kann nichts anderes außer mir, ja, vernünftige Flankenspots zu arbeiten, um dann den Ball reinzubringen. Und das ist das Einzige, was ich in FIFA überhaupt kann. Mein Gegner hat die Partie verlassen, weil er weiß, dass ich nur auf Flanken spiele und deswegen hat er keine Lust, gegen mich zu spielen. Irgendwas, genau, jetzt weiß ich auch, ich wollte nämlich gerade sagen, irgendwas weiß ich, dass ich, über was ich in dieser Folge reden wollte. Jetzt ist mir wieder eingefallen, nämlich, dass ich Glück im Unglück habe, habe ich das Gefühl. Es ist bis jetzt noch nichts Konkretes, aber ich habe das Gefühl, bald ist es soweit. Nämlich, zum einen, ich habe jetzt seit gefühlten 3 Monaten Probleme mit meiner PlayStation 3. Nämlich, wenn ich sie anmache, dann geht sie nicht, also geht sie kurz an und geht danach wieder sofort aus. Dann muss ich wieder auf den Powerknopf drücken, damit sie richtig aus ist, dann muss ich sie wieder neu anmachen. Dann geht sie wieder an, dann geht sie wieder direkt wieder aus. Und dann muss ich immer das Gleiche machen. Das muss ich so, am Anfang musste ich das so zwischen 2 bis 3 Mal machen. Das ist immer mehr geworden und zurzeit dauert das ungefähr 10 Minuten, bis ich meine PlayStation anhabe. Es können so ungefähr 15 Versuche sein, bis die PlayStation läuft. Das ist an sich schon mal scheiße und man merkt, die PlayStation 3, die wird es wahrscheinlich nicht mehr lange machen. Irgendwann geht sie gar nicht mehr an. So. Das ist natürlich scheiße. Das ist nämlich das Unglück. Aber ich habe jetzt in dem Sinne das Glück, dass ja bald oder demnächst oder eigentlich schon unmittelbar in den nächsten Tagen Next Gen draußen wird, sein wird. Xbox One, PlayStation 4 und so weiter. Ich habe letzte Folge schon ein bisschen drüber geredet. Und das ist natürlich, sage ich mir dann, das Glück im Unglück, dass ich sowieso bald eine neue Konsole kaufen würde. So, das ist das eine. Dann, an sich nicht so spektakulär, das nächste, dass jetzt auch meine HDPVR, also das Gerät, mit dem ich meine Gameplays aufzeichne, anscheinend auch anfängt rumzuspacken. Ich habe ja letztens schon mal erzählt, dass ein Gameplay komplett weg war. Es ist ein Fehler aufgetreten, die Aufzeichnung war komplett weg. Und das ist natürlich auch scheiße. Und jetzt habe ich eben, ich habe das Problem, dass eine Aufzeichnung weg ist, hatte ich letztens schon mal, also ein zweites Mal ist das aufgetreten und eben gerade ist er einfach so mal abgeschmiert. Also das heißt, auch die macht gerade, fängt an Probleme zu machen. Und jetzt ist auch wieder, das ist natürlich auch wieder unglücklich, aber das Glück in dem Sinne ist, mit wem trete ich eigentlich meine Freischüsse, mit De Bruyne? Das Glück ist jetzt, ich kann die HDPVR für Next Gen nicht mehr gebrauchen, weil ich glaube, da kann man über Komponente, das ist sozusagen das Signal, wie das dann beim Fernseher reinkommt oder wie es bei der HDPVR reinkommt, kann man, glaube ich, kein Next Gen aufzeichnen und daher muss sowieso bei mir ein neues Aufzeichnungsgerät her und dadurch muss ich eh ein neues Gerät mir auch dafür kaufen und
Das ist dann auch wieder Glück, weil ich muss sowieso dieses Gerät ersetzen. Das heißt, bei mir sind gerade dabei, zwei Sachen kaputt zu gehen. Aber jedes Mal ist es gerade so, dass sowieso ein Generationswechsel vonstatten geht und ich das Gerät sowieso ersetzen müsste. Und das ist einfach natürlich sehr glücklich. Wollte ich gerade nur mal erwähnt haben. Jetzt auch hier wieder, nach 10 Minuten können wir uns aufs Spiel konzentrieren. Giovanni können wir hier schön vom Ball getrennt. Richards, oh, laufe ich fast ins Aus. Und dann Giovanni trennt mich dann auch wieder vom Ball. Aber ich trenne ihn zum dritten Mal dann hintereinander vom Ball. Also ich einmal, er einmal, ich einmal. Schönes, munteres Hin und Her. Kommt der Einwurf. Wieder bei Di Natale. Kocelny schön mit dem Kopf. Da, jetzt können wir vielleicht schnell die Spitze spielen. Doppelpass, Sturridge und Sturridge. Oder dann spielen wir direkt einfach weiter auf Mirallas. Haben wir sehr viel Raum. Oben läuft, Benteke läuft total behindert. Und ich mache total einen Kokolores mit der Schusstäuschung, die total in die Hose geht. Solche hohen Bälle dann quer im Strafraum sind eine ganz, ganz klasse Idee. Wenn der Gegner schon nicht zum Flanken kam, dann fängt man an, selber in den eigenen Strafraum einzuflanken. Davon würde ich jetzt mal ganz spontan abraten in Zukunft. Oh, Pogba, bekommt ihr den Ball gegen die Brust? Oh. Sturridge hat 4 Trickstände, okay. Langer Pass abgefälscht und Pepe schlägt das Ding jetzt hier raus zu Richards. Der jetzt hier auf die Bräune. Oh, schlecht Ball geführt. Habe ich letztens mal in einer Folge erklärt, was ich da probiere zu beachten. Und das war so ein typisches Beispiel, wenn man nicht machen sollte. Den Ball so, ja, geführt, gestoppt, sodass der Gegner reintackeln konnte, den Ball rausspielen konnte. Und genau das gilt es zu vermeiden. Und im Endeffekt hätte es jetzt fast dazu geführt, dass der Gegner in den Angriff kommt und ein Tor macht. Und das ist so das Typische, was einfach FIFA ausmacht. Mach weniger Gegner als der Fehler. Mach weniger Fehler als der Gegner und nicht mach weniger Gegner als der Fehler, richtig? Und dann hat man schon ganz gute Chancen, das Spiel zu gewinnen. Alter, war das gerade ein bekloppter Versprecher. Konnte ich gar nicht die Chance von Benteke hier kommentieren. Konstant Linksfuß, war jetzt gar nicht so clever, den auf den rechten zu legen. Ja, mach weniger Gegner als der Fehler. Das ist eine weise Redewendung, die man immer im Hinterkopf behalten sollte, wenn man FIFA spielt. Ah, hatte ich gedacht, die Spieler kommen jetzt selber auf den Trichter, mal steil zu gehen. Habe ich jetzt aber mal gesehen. Roulette in den Fehler hinein quasi. Nein, in den Gegner hinein. Und das ein Steilpass. Boah, weiß ich nicht, was er gesehen hat. Aber ihr habt was jetzt auch so ein kleines Detail ist, was ihr vielleicht gesehen habt. Ich habe gerade den Ball mit Caceres angenommen. Und ich habe ihn nicht direkt nach oben oder unten weggespielt, weil ich Angst hatte, dass Benzema mir den Ball abnimmt. Nein, sondern da ist einfach wichtig in solchen Situationen, den Ball kontrolliert annehmen, schauen, was Benzema macht, mit welchem Spieler er zuläuft. Und danach dann entscheiden, gut, wo spiele ich ihn raus? Spiele ich ihn oben raus, spiele ich ihn unten raus, spiele ich ihn vielleicht zum Torhüter? Das sind 3 Optionen. Und eigentlich sollte er, weil es 3 Optionen sind, die ich wählen kann, keine Chance haben, diesen Ball zu bekommen. Und ich sehe sehr häufig, dass hier der Gegner zum Beispiel da den Ball direkt nach oben oder unten wegspielt. Und wenn ich mich für die richtige Seite entschieden habe, dann habe ich richtig spekuliert, fange den Pass ab und schieße ein Tor. Und das ist dann auch wieder so ein Punkt. Das ist ein Fehler, den der Gegner gemacht hat und der dann in einem Tor resultiert. Und das ist halt eine der weiteren Sachen. Mach weniger Fehler als der Gegner und du hast gute Chancen, das Spiel zu gewinnen. Boah, das war nochmal ganz, ganz wichtig hier von Pogba. Diesen Schuss, nicht von Pogba, von Xabi Alonso zu blocken. Ich hab's aber heute, ne? Sturridge läuft steil, ist nicht im Abseits. Foul. Könnte Foul geben, hat gesehen, sehr viel Körper dabei. Das wird ein Schiedsrichter sein, der nicht ganz so viel normale Fouls pfeift, weil, wenn es anders wäre, hätte er einen Foul gepfiffen. War sehr viel Körper dabei, wie er mich vom Ball getrennt hat. Und ja, manchmal gibt es da Foul. Schreib mir auch mal wieder welche, sehr häufig in den Kommentaren, für was ich alles Foul fordern würde. Ich weiß nicht, habt ihr schon mal, da frage ich mich immer, habt ihr schon mal FIFA gespielt? So, guck mal, da, zum Beispiel, das ist jetzt ein Foul. Auch ein bisschen Körper dabei. Er hat sich dafür entschieden. Auch bei den Schiedsrichterentscheidungen ist einfach Varianz dabei. So, das ist ein typischer Fehler. Vielleicht führt es jetzt zu einem Gegentreffer. Würde meinen Punkt gut unterstreichen. Kann sein, dass mein Tick im Abseits ist.
Ja, aber hat man gesehen, er spielt einen Freistoß sehr schlecht raus, ich bekomme eine gute Kontersituation, spiele leider einen Abseitspass, aber wenn er Pech hat, mache ich daraus einen Treffer und dann hat er den Fehler quasi gemacht und er hat dazu geführt, dass ich ein Tor mache. Um einfach weiter dieses Topic von Fehlervermeidung zu unterstreichen. So, so, das ist jetzt auch zum Beispiel ein Fehler, den ich mache. Und auch hier wird es gefährlich. Also das ist einfach wirklich sehr auffällig. Oder ich denke, inzwischen sollte es ganz klar geworden sein, wo sich das alles zu erkennen ist. Und was wollte ich gerade sagen? Genau, dass ein Schiedsrichter auch einfach bei seinen Entscheidungen natürlich auch Abweichungen hat, wann er einen Foul pfeift und wann nicht. Und wenn ich dann manchmal Foul fordere, dann ist es nur manchmal so, dass das mancher Schiedsrichter als Foul interpretiert und mancher nicht. Das ist mir durchaus bewusst. Trotzdem hoffe ich natürlich in der Situation, dass es ein Foul ist. Machen wir die Flanke vielleicht auf Sturridge, auf den zweiten. Er setzt sich leider nicht durch. Ha, die Flanke mit zu wenig Zug. Deswegen dauert es zu lange. Der Gegenspieler kommt dazwischen. Und den, kein Foul, oder? Richtig beigespielt. Oben, jetzt Benteke. Sehr geiler, öffnender Pass. Ich bin durch. Nehmen wir am Torhüter hoffentlich vorbei. Und dann ins Leere. Ach Gott, ey. Nein, das kann doch nicht sein. Wie willst du es denn bitte besser machen? Einfach komplett am Torhüter vorbeigelegt. Schön den Ball unter Kontrolle gehabt. Und dann ins leere Tor einschieben. Und der schießt den bitte vorbei. Das ist nicht dein Ernst gewesen, Benteke. Und ich habe einfach mal 65% Ballbesitz mit 84% Passgenauigkeit. Hätte ich jetzt gerade nicht gedacht, dass ich so dominant war, weil ich fand, ich habe den einen oder anderen Fehler gemacht. Und von daher hat man dann häufig eine schlechte Passgenauigkeit oder weniger Ballbesitz. Aber wie kann ich denn bitte gerade da am leeren Tor vorbeischießen? Das verstehe ich nicht. Das verstehe ich beim besten Willen nicht. Nee. Raff ich nicht. Weil ich weiß ehrlich gesagt nicht, also natürlich, ich kann da noch einen Meter weiter gehen, aber dann habe ich das Pech manchmal, dass der Torhüter noch rechtzeitig hinkommt und dann den Ball raus fischt noch. Sieht man ganz, ganz selten, aber ich habe gedacht, das ist so ein sicheres Tor. Ich habe den Ball so gut unter Kontrolle. Warum sollte der nicht reingehen? Verstehe ich nicht. Warum der nicht reingegangen ist. Krass. Ja, ja. Schwimmen wir hier kurz. Komm, Pogba. Boah, schöner Schuss. Diego Alves ist da. Hat man gerade gesehen. Ich hätte fast verhindern können, dass er den Ball rausspielt. Und dann wäre es richtig brenzlig geworden. Jetzt bewegt er sich hier gut mit Dina Thale. Aber wir sind noch dran. Und dadurch können wir noch hier so ein bisschen den... Oh, beeinflussen. Pogba, sehr schön. Guck mal, Benteke läuft. Boah, geiler Pass. Und den legen wir aber diesmal... Ah, das gibt's doch nicht. Wollte ich am Torhüter vorbeischlenzen. Und ich krieg schon wieder nicht hin. Alter, wenn ich dieses Spiel verliere, ne? Dann... Muss ich mir ganz schön an die eigene Nase packen. Jetzt aber, der muss. Der macht ja dann. Pogba, schöne Flanke. Hier, heel to heel. Sieht man sehr schön, wie ich den Flankenspot erarbeitet habe. Sieht man leider nicht mehr in der Wiederholung. Aber dadurch De Bruyne komplett frei. Pogba steht richtig gut bei 6, 7 Metern komplett frei. Und dann natürlich ein ganz, ganz einfacher Treffer. Hier, also so ein Heel-to-Heel, der zieht manchmal halt richtig gut, wie jetzt zum Beispiel jetzt auch in diesem Fall. Und den ziehen wir einfach mal aufs Tor. Und Diego Alves hat aber damit kein Problem. Es fängt gerade an, so ein bisschen zu laggen. Und hier, Fehler beim Gegner. Schauen wir mal, ob wir es ausgenutzt bekommen. Nee. Das gefällt mir gerade nicht, was ich hier mache. Aber jetzt die Flanke vielleicht auf Benteke. Ja, da ist er. Und macht das 2-0. Auch hier sehr konsequent den Flankenspot erarbeitet, sodass ich dich schön hier reinflanken konnte. Oder reinschlagen konnte. Man sieht es, die Flanke von Sturridge überhaupt gar nicht contestet, um vielleicht mal so ein bisschen englisches Vokabular reinzubringen. Und der Gegner geht jetzt hier raus und dadurch gibt es jetzt hier noch ein zweites Spiel. Also was ich sagen wollte, sieht man vielleicht jetzt hier nochmal, wenn ich die Wiederholung zeige. Das ist beides. Das ist so einfach das Entscheidende. Schauen wir mal da, das Tor von Pogba. Hier, ich kann auch mal immer nah auf nie wieder Anzeigen machen, dann muss ich das nicht jedes Mal wegklicken. Hier, man sieht es, der Heel-to-Heel. Der Gegner, schaut euch an, was er macht. Er geht jetzt kurz drauf, dadurch, dass ich Heel-to-Heel mache. Und jetzt sieht man es, ich habe jetzt hier im Umkreis von 4 Metern keinen Gegenspieler. Oben sieht man schon Pogba komplett frei und das ist einfach Tor. Das wird in 19 von 20 Fällen ein Tor sein. Und dann die Flanke komplett frei auf ihn geschlagen und dann aus 5 Metern. Bitte, geht gar nicht anders, dass das kein Tor wird. Und dann das gleiche so ein bisschen es ist eine andere Situation, aber im Endeffekt, warum das Tor fällt, ist genau gleich, beziehungsweise nicht genau gleich, denn einmal ist es hier wieder der freie Flankenspot, den ich mir arbeite. Ach, ich krieg keine Perspektive hin, wo man es schön sieht.
Hier, also man sieht es, ich schlag die Flanke. Der Gegner hat 3 Meter Abstand. Ich kann die Flanke komplett frei schlagen. Und das meinte ich mit von wegen uncontested oder nicht contested. Und dann auf der anderen Seite ist dann halt Benteke, der da ist und dann einfach aufgrund auch von guten körperlichen Eigenschaften da zu diesem Ball kommt und sich durchsetzt. Und aber, warum das so gut funktioniert, ist ganz klar, Benteke steht vernünftig, steht nicht überragend, aber die Flanke kommt gut. Und ich habe den Gegner so dermaßen im Griff gehabt, wodurch es an diesem Sieg, abgesehen von den Chancen, die ich vorher vergeben habe, nicht so viel Zweifel gab. Aber es gibt jetzt hier noch ein zweites Spiel, auch wenn ich jetzt schon so sehr viel gelabert habe. Ich hoffe, das gefällt euch, weil war jetzt vielleicht ein bisschen theoretisch. Geht dann auch vielleicht so ein bisschen in die Richtung FIFA-Schule. Etwas, was wir auf jeden Fall anbieten wollen auf der Webseite. Also, dass wir quasi ja euch Artikel und auch Videos bereitstellen, warum bestimmte Sachen funktionieren. Einfach ja Inhalte, damit ihr euch in FIFA verbessern könnt. Damit ihr zum Beispiel solche Sachen seht, wie man sich solche Flankenspots erarbeitet. Wie man, oder dass es einfach das Wichtige ist, dass warum Flanken funktionieren, dass hier für zwei Faktoren gegeben waren, nämlich, dass der Spieler in der Mitte vernünftig steht und dass die Flanke gut geschlagen wird. Und solche Inhalte wollen wir euch auf jeden Fall auch in der FIFA-Schule vermitteln. Und darauf könnt ihr euch freuen. Dafür wird zum einen Georg einen großen Teil der Verantwortung tragen und auch einen großen Teil der Inhalte ausarbeiten. Natürlich werden wir da im Team zusammen agieren, damit das auch wirklich das, was wir darüber bringen, auf jeden Fall auch stimmt und funktioniert. Deswegen setzen wir uns da zusammen und überlegen, was wir da an Inhalten erstellen. Und jetzt spiele ich nochmal mit dem Team. Jetzt hatte ich schon mal Pogba 9 Chemi, aber ich spiele nochmal mit dem Team. Das war ja jetzt ein bisschen wenig. Und ich habe Lust auf dieses Team. Ich habe Lust auf Benteke. Ich habe Lust auf Sturridge. Aber vor allem finde ich Benteke. Es lässt sich schwer beschreiben. Man weiß, wenn man ihn anspielt, Das spürt man einfach, dass er einfach einen sehr hohen Stärkewert hat, dass er einfach in der Lage ist, sich manchmal in engen Situationen mit einfach so einem überragenden körperlichen Eigenschaften durchzusetzen. Und das ist einfach ein sehr, sehr, sehr angenehmes Gefühl, so einen Spieler zu haben. Okay, der Gegner hat nämlich auch so einen Spieler, nämlich Samuel Eto'o. Ich glaube nicht, dass er so einen hohen Stärkewert hat, aber er ist dafür deutlich schneller und hat, glaube ich, nochmal einen besseren Sprungkraftwert, was ihn wirklich auch zu einem, glaube ich, sehr, sehr starken Stürmer macht. Und von daher finde ich ihn sehr interessant, den ich vielleicht auch mal irgendwann mal spielen würde, aber ich glaube, der ist ziemlich teuer. Weiß ich nicht, ich glaube 40.000 oder sowas. Naja, kann gut sein. Gut. 4-1-2-1-2 spiele ich, sehe ich gerade. normalerweise spiele ich ja fast in letzter Zeit mit fast jedem Team 4-2-3-1, deswegen ist mir das gerade so aufgefallen. Ich habe gedacht, das wäre jetzt dann die Aufstellung vom Gegner und wäre dann jetzt noch kurz darauf eingegangen, aber habe ich gemerkt, dass es meine Aufstellung ist. So, da haben wir Sturridge, da führe ich den Ball schlecht. Guck mal, hier unten läuft jetzt, oder unten ist frei, schön Flankenwechsel, haben wir ein bisschen Raum. Vielleicht De Bruyne startet er? Nein. Aber wenn er Pech hat, spielt er den Ball hier schlecht raus. Passiert so ein bisschen, aber er pfeift mir das Foul. Okay, weiß ich jetzt nicht, ob das passieren muss, weil ich fand, da war ja schon irgendwie erstmal sauber der Ball gespielt. Aber ich hätte ihn sowieso nicht bekommen. Schlecht bewegt von mir mit dem Innenverteidiger, beziehungsweise schlecht den Schuss zugestellt, wodurch es da fast zu einem Tor gekommen wäre. Und jetzt muss ich mich mal langsam ein bisschen zusammenreißen. Da ich bis jetzt... Oh, jetzt guck mal. Habe ich kurz darauf probiert, dass er nach oben weg spielt. Ui, ein bisschen Dusel. Dass es da Einwurf gibt für mich. Okay. Es ist alles sehr eng. Man sieht es, es sind gerade hier 5 Gegenspieler so in unmittelbarer Nähe, die Anspielstation zustellen. Deswegen habe ich das einfach ganz bewusst sehr ruhig gemacht, weil ich da keinen sicheren Pass spielen können, der irgendwie nach vorne was kreiert hätte. Jetzt hatte ich so eine kleine Unterzahlsituation auf den Außen gehabt. Und jetzt kann es ganz, ganz schnell gehen. Unten Mirallas. Ich bin auf Sturridge. Und der ist im Abseits. Schade, es war eigentlich, glaube ich, ein richtig schöner Angriff bis dahin. Oh, wie knapp. Und man hat gesehen, wie ich aus einer wirklich
ja, Ballbesitz aus der eigenen Hälfte, wo der Gegner komplett formiert hinter dem Ball steht, eine Chance kreieren konnte, indem ich einfach ganz geschickt das Spiel verlagert habe. Und das gleiche probieren wir jetzt hier nochmal. Weil auch hier, er steht wieder direkt mit 6 Spielern in meiner Hälfte drin. Sehr, sehr krass. Und dadurch ist es dann schwer. Und dann kann es aber schnell gehen. Jetzt hier wieder, zack, zack. Oh, starkes Tackling von Clichy. Ich wollte jetzt gerade den Steinpass auf Benteke spielen. Oh, kommt der De Bruyne. Und dann Sturridge. Sturridge. Oh. Ah, ich hatte was probiert. Ich wollte nicht direkt den Abschluss suchen, sondern mich nach unten weiter wegdrehen. Weil da zum einen Mirallas hinterhergekommen ist und zum anderen hätte ich auch vielleicht, wenn er den Torhüter weiter rausgeholt hätte, einfach ins leere Tor schießen können. Jetzt probiert er die Flanke. Die kommt nicht gut. Und David Luiz läuft da vorne ein bisschen rum. Da fehlt jetzt in der Innenverteidigung. Deswegen probiere ich jetzt schnell an die Spitze zu spielen. Aber die Position wird ersetzt von einem, glaube ich, ZM-Spieler. Sturridge. Ja, und jetzt und den knallen wir einfach mal rein. Boah, starke Parade. Ich könnte noch weiter laufen. Das Problem dabei ist nur, es kann passieren, dass dann der Verteidiger aufschließt und mich an einem sauberen Abschluss bindet. Den hatte ich jetzt zumindest so. War natürlich sehr schwer, sehr großer Abstand, guter Torhüter. Wird nicht so häufig reingehen, aber ja, wird auch doch, wird ab und zu mal reingehen. Oh, die kommt gut. Und Benteke setzt sich durch, hat Probleme, ein bisschen Druck in den Ball zu bekommen. Und scheitert dann an Cech. Chip mal hier so durch, da ist nämlich Sturridge sehr frei. Flanke auf, nee. So, das typische Problem, Ball angenommen, dadurch dann den Vorteil verloren. Und dann leider nicht dazu gekommen, den Ball weiterspielen zu können. Sehr gut von Caceres, kommt da auch, ja, er setzt sich durch, sehr stark. De Bruyne läuft schön. Oh, wollte ich gar nicht so spielen, aber so sieht es eigentlich noch besser aus. Jetzt die Flanke auf den zweiten. Die Flanke. Oh, auf den zweiten, aber Clichy. Ja, ich glaube, Benteke wäre da gar nicht reingekommen. Die war mir zu sehr auf den zweiten gezogen. Wollte sie eigentlich doch ein bisschen mehr auch in den Rückraum schießen, sodass Benteke rankommt. Oder bringen. Jetzt kommt die Flanke von ihm in den Rückraum. Aber Koscielny steht sehr schön. Sehr gut und kann dann den Ball auch sehr gut rausklären. Und Mirallas mit ein bisschen viel. Oh. Das hasse ich manchmal. Oh, je weiter auf Richards. Ja, geiler Ball. Und den in die kurze Ecke. Boah. Starke Parade von Cech. Sehr, sehr starke Parade. Richtig geil gespielt von Richards auf Benteke. Und dann Near-Post-Finish sehr unplatziert, sieht man gerade. Cech musste nur ganz leicht nach links abknicken, konnte den Ball halten. Schade. Er hat eben gerade den Torte rausgeholt. Nee, ich glaube nicht, ne? Nee, und dann... Oh, da Clichy auf der Linie oder am Pfosten. Das war gefährlich, aber das muss man notieren oder muss ich merken. Ja, holt den Torhüter nicht raus, was gerade gesehen war, war eigentlich eine Paradesituation, um den Torhüter rauszuholen, weil der Ball war fast bei 5 Meter. Alter! Nein, 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 nein! Der Ball war bei 6 Metern im 16er gelandet. Und... Da muss er eigentlich den Torhüter raus und ansonsten wird es da sehr häufig einschlagen. Oh, die Flanke, ich weiß nicht, wo sie hinkommt. Ich weiß nicht, wo sie hinkommt, aber Fellaini kommt auf jeden Fall ran. Oh, schlechte Bewegung. Sehr gut, danke. Die sichere Ballverteilung hat hier beim Gegner nachgelassen und dann... konnte das dann direkt abgefangen werden. Hier, schöner Flankenwechsel. Samu hat sehr viel Raum. Oder keinem direkten Gegenspieler. Hätte ich jetzt vielleicht auf die Bräune... Jetzt spielen wir auf Konstant. Der ist, glaube ich, im Abseits. Nein, ist er nicht. Dann war es ein richtig schöner Pass. Und hier die Flanke auf die Bräune. Und der... Oh, Cech mit der nächsten überragende Parade. Gibt's nicht, ey. Könnte schon 1-0, 2-0 stehen. Oh, mal kurz. Ja, das war mal kompletter Käse, den ich gemacht habe. Schlecht den Ball geführt, konnte rausgespielt werden. Guter Flankenspot nicht erarbeitet oder guten Flankenspot nicht erarbeitet. Ist leider mit Theke nicht im Strafraum, da wo er nicht hingehört. Schauen wir hier kurz auf Pogba. Wollte ich eigentlich eine Schusstausch zur Ballannahme machen. Ein Glück habe ich den Ball noch. Weil meistens ist er eigentlich danach weg, wenn das nicht gelingt.
Mal kurz. Boah! Ja, hat er mich einfach mal ohne Ball einfach weggetackelt oder weg abgehalten. Aber klar, dass es kein Elfmeter gibt. Die könnte interessant werden, aber. Oh, das ist immer noch Eis. Aber Kompanie entschärft die Situation. Boah, das ist ein Pass, Alter. Der Gegner ist gerade ein bisschen überfordert mit der Situation, wodurch dann jetzt hier schon wieder der nächste Ballverlust nach Ballgewinn im Raum steht. Hat man gerade gesehen, wie knapp das war. Der Schiedsrichter wird noch nicht abpfeifen. Wird wahrscheinlich noch ein Angriff. Doch, er pfeift schon ab. Ich denke, war eine gute erste Halbzeit. Leider noch kein Tor geschossen. Ein bisschen wie das erste Spiel. Richtig gute Situation hier, der Kopfball von De Bruyne. Boah, der ist eigentlich häufig drin. Und auch hier wieder 91% Passgenauigkeit, 63% Ballbesitz. Das sind die Faktoren, die zeigen, ich habe das Spiel gut im Griff. Lass wenig zu, kreiere gute Chancen. Leider noch zu 0 zu 0. Jetzt macht er einen Anschlusstrick. Ja, dürfte nicht funktionieren. Ja, ist auch so. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, warum das die Leute so gerne machen. Das funktioniert sehr selten. KSI macht das gerade in jedem Video von sich, wo er gegen den Pro spielt. Gut, da kann ich es noch fast verstehen, weil es dann irgendwo ein richtig geiler Show-Effekt ist, wenn man direkt nach dem Anschluss so ein Tor schießt. Gut, aber... die könnte gut kommen. Yes, da ist das 1:0. Da einfach der Faktor, Benteke kann hier überragend in diese Flanke hineinlaufen und sich dann durchsetzen. Zum 1:0, ich denke, absolut verdient. Und ja, manchmal ist es dann so einfach. Einfacher Steilpass auf Sturridge, der dann aus dem vollen Lauf die Flanke auf Benteke schlagen kann. Und so, gerade mit einer Führung, jetzt macht er den gleichen Spaß wieder. Machen wir einfach eine Abseitsfalle. Ist im Abseits jetzt. Der ist im Abseits. Was? Der war nicht im Abseits? Ich habe extra noch aufs Radar geschaut und habe damit eigentlich meine Aussage getätigt, dass er im Abseits ist. Krass, das ist. War jetzt ein bisschen risikoreich, muss ich ganz klar sagen. Wäre auch geil gewesen, sage ich so. Ich habe keine Ahnung, warum das die Gegner immer machen und dann hätte er dadurch fast ein Tor geschossen. Dann wäre er ein bisschen peinlich gewesen. Schade. Benteke hat sich da nicht so clever bewegt, hatte dann zu viel Tempo verloren. Alter, habe ich jetzt gerade richtig Glück gehabt, dass das kein Tor geworden ist, weil. Das wäre eine richtige Blamage gehört gewesen mit der großen Fresse davor von mir. Aber gut, habe ich mir... Eine Abseitsfalle ist da halt ein gewisses Risiko, was man spielt. Kann halt in die Hose gehen, wenn es vom Timing her nicht stimmt. Schicken wir mal durch. Sehr schön. Gehen wir mal auf Pogba ab. Weiter auf die Bräune. Und der schön durch. Flanke auf den zweiten. Sturridge kommt ran und macht das 2:0. Super einfache Mittel, die jetzt hier zum Erfolg führen. Natürlich bei mir immer nur Flanken. Ist echt krass. Ich glaube, ich habe jetzt hier 4 Tore in der Folge gemacht. Alle 4 über Kopfballtore und Flanken. Jetzt macht er das wieder. Ich will jetzt einfach einen Spieler hinten aus und probiere dann dabei zu stehen. Ja. Hat ein bisschen umständlich geklappt, aber... Denke ich noch ganz gut im Griff. Oh, scheiße, das wird jetzt ein Tor. Reus hätte hier gut und gerne treffen können. Also aus der Position trifft er auch mal auf sehr häufig dann auch gut ins Tor. Torhüter ist hier gut da. Kratzt den richtig schön aus der Ecke. Also schön gehalten. Jetzt schauen wir mal. Boah, was für ein starkes Tackle von Reus. Auch aber so sauber. Uiuiuiuiui, ja, also, da kann ich mich jetzt nicht beschweren. Ich muss gerade mal mich ein bisschen fragen, warum ich gerade so viele Chancen zulasse. Das darf nicht passieren, weil ich die erste Halbzeit super im Griff hatte. Sollte das eigentlich jetzt auch dann möglich sein, weiterhin so zu halten. Ja. Wenn man aber so doof den Ball verliert, wie ich das jetzt hier gerade mache... Dann braucht man sich nicht zu wundern, wenn der Gegner zu Chancen kommt. Oh ja. Doppelpass. Schöner Chip auf Asamoah. Oh. Ach. Er kommt noch mit dem Gegenspieler ran, kann mich behindern, zu einem Abschluss zu kommen. Sehr bitter. Hat auch wieder zu viel Tempo bei der Ballannahme verloren. Müssen wir hier zulaufen. Deswegen. Ich habe nicht den Spieler gewechselt. Er macht es gerade automatisch. Dadurch kommt er jetzt durch. Und das wäre sehr ärgerlich geworden, wenn das ein Treffer geworden wäre. Immer hier kurz.
Nee. Benteke war leider schon irgendwie dabei am Starten in... Alter. Der Pass war gut. Den muss ich natürlich auch wieder unterbinden. Aber der Pass war dann schon sehr gut gespielt. Hatte ich so nicht auf dem Schirm gehabt, dass er den auf Eto'o spielt. Ich hatte gedacht, den wird er jetzt hier kürzer spielen. Ich kann mir aber ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass er das so geplant hatte. Ganz ehrlich. Glaube ich nicht. Das macht keinen Sinn, den so zu spielen. Er ist super gekommen, aber dass da Eto'o so einen Laufweg wählt, ist... kann man, glaube ich, nicht sehen. Können wir gerne nochmal anschauen. Ich bin der Meinung, das klappt so nicht. Schauen wir mal durch. Schön, aber Samoa. Und den nehmen wir einfach mal direkt. Aber Tschech ist da. Ball vielleicht noch heiß. Ball vielleicht noch heiß. Nein. Und das ist absolut eine katastrophale Leistung von mir, dass ich aus einem 2:0 mit solchen Statistiken zur ersten Halbzeit wieder unentschieden spiele. Also, beziehungsweise jetzt hier in der 75. Minute zumindest. Das ist ein absolutes Unding, dass ich da nochmal einen Unentschieden entstehen lasse. Ja, schöner Ball. Fellaini nimmt aber De Bruyne den Ball ab. Da hat er dann... Oh, das ist gefährlich. Müssen wir die Situation ein bisschen beruhigen, weil ich bekomme hier gerade keinen vernünftigen angespielt, der dann auch Gefahr bringen kann. Jetzt geht es über die Außen. Und dann Klischee mit der Grätsche zur Ecke. Und das ist natürlich wieder eine gute Situation. Haben wir vorhin gesehen, er holt den Torhüter nicht raus. Von daher können wir die ja, ziemlich nah vors Tor bringen. Da! Nicht ganz. Pogba kann ablegen. Auf Sturridge. Nehmen wir hier, spielen wir kurz. Asamoah? Noch! Also Asamoah, der hat glaube ich bis jetzt noch kein einziges Tor geschossen. Ist nicht seine Stärke. Ich weiß nicht, was sein rechter starker Fuß ist. Also, so wie er gerade geschossen hat, würde ich fast sagen, sein starker Fuß ist der linke Fuß. Was nicht ungewöhnlich ist bei einem LM. Ja. Alter, wenn ich das Spiel noch verliere. Da wäre es mich fast soweit gewesen. Denn da, ich glaube, Eto'o ist es zur Flanke hochsteigt, also zum Kopfball hochsteigt, dann kann es gefährlich werden. 84. Minute. Ah, den Flankenwechsel. Ich muss jetzt konsequent spielen, dann ist hier noch ein Tor drinne. So die Frage, auf welcher Seite. Was mich doch ärgern würde, weil ich denke, man hat gesehen, dass ich durchaus in der Lage bin, die eine oder andere gute Chance zu kreieren. Das ist zu viel Risiko, was ich da spiele. Okay, jetzt landet der Ball wieder bei Asamoah. Gute Flankensituation und Sturridge, nein, an die Latte und dann Sturridge nochmal. Ich habe den Spieler weggewechselt, weil ich nicht gedacht habe, dass er nochmal den Nachschusschance bekommt und dann... Ah, macht das nicht. Kommt er nicht nochmal ran. Vielleicht jetzt. Mal auf Asamoah zurück. Auf Benteke. Oh! Dani Alves spielt ja gerade so den Ball raus. Komm, De Bruyne. Schuss geblockt. Alter, jetzt. Ab. Was jetzt? Pfeift er ab? Willst du mich verarschen, Mann? Das kann doch nicht sein. Ernst sein. Ich krieg den Ball am 16er. Gut. Das Unentschieden muss ich mir selber auf meine eigene Kappe schreiben. Weil ich so unglaublich dumme Gegentore mir habe einschieben lassen. Und ich meine Chancen nicht genutzt habe oder nicht sauber dann gegen Ende rausgespielt habe. Aber das ist wohl ein absoluter Witz, das abzupfeifen. Ein absoluter Witz. Du kannst doch nicht am 16er den Ball erobern und er pfeift das ab. Ach, ich habe schon wieder... Also ich kann mir nicht vorstellen, ganz ehrlich, ich kann mir nicht vorstellen, dass er diesen Pass so spielen wollte. Sorry, aber er spielt hier durch drei Spieler durch. Er hat hier links einen rechts einen und da vorne noch bei Samuel Eto'o noch einen. Ich kann mir vorstellen, dass er ihn eigentlich hier auf den kurzen Spieler spielen wollte. Weil der Pass ist dann, also der kommt ja auch theoretisch von der Richtung auf diesen Spieler hier. Und ich glaube, ganz ehrlich, ist ein schöner Pass. Ist sehr stark gespielt, aber ich glaube nicht, dass er es wollte. Das tut mir leid.
Und ja, ich glaube, hier hat man so die eine oder andere Parade. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, was das ganz genau alles für Chancen waren. Aber das Unentschieden ist absolut überflüssig gewesen. Muss ich mir aber, wie gesagt, selber ankreien lassen, dass es dazu gekommen ist, weil wenn ich das Spiel hier konsequent zu Ende runterspiele, sollte das nicht passieren. So hält diese Serie weiter Bestand. Sieg, Unentschieden, Sieg, Unentschieden, Sieg, Unentschieden. Immer schön im Wechsel. Haben jetzt 12 Punkte aus 6 Spielen. Es fehlen jetzt noch 7 Stück aus 4. Das bedeutet 2 Siege, ein Unentschieden. Wenn wir die Serie beibehalten, dann passt das. Aber es wird knapp mit dem Meistertitel, was ja wirklich schon jetzt überflüssig ist auf jeden Fall. Und es waren auf jeden Fall jetzt gerade 2 verschenkte Punkte. Das ist gerade nochmal das, was mich ärgert. Dass ein Schiedsrichter so abpfeift, ist einfach lächerlich, aber kann ich nicht ändern. Was ich ändern kann, ist, dass ich nicht eine 2-0-Führung herspiele oder verspiele. Gut, das soll es gewesen sein. Ich hoffe, euch hat es gefallen. War diesmal vielleicht ein bisschen mehr Fokus auf Erklären und so weiter. Das soll es gewesen sein. Haltet euren Kasten sauber. Euer Tess. Komm. Boateng. Ja, 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 ja. Ja. Nein. Was? Scheiße. Fuck, Alter.